Der letzte große Waldbrand in der Region war 2007 an der Bahnstrecke zwischen Knappenrode und Losa. Trotzdem kann man bei weitem nicht von Entspannung reden, denn gerade der Altkreis Hoyerswerda gehört zu den gefährdetsten Gebieten in ganz Deutschland. Ja, das Gebiet ist eigentlich altlastig. Auf der einen Seite durch den jahrelangen Grundwasserentzug, aber nicht nur das. Letztendlich haben die vielen Brikettfabriken, vier Brikettfabriken bestanden mal im Altkreis Hoyerswerda, eine hohe Braunkohleauflage geschaffen und die Zündbereitschaft letztendlich wesentlich erhöht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich diese Lausitzer Heide- und Teichlandschaft. Auf der anderen Seite Trockenheit und relativ geringe Bodenfeuchte, was ja auch eine wesentliche inhaltliche Frage spielt bei der Waldbrandgefährdungsklasse auf der einen Seite, auf der anderen Seite Ermittlung der Waldbrandgefahrenstufen. Das heißt also, wir befinden uns hier in einem Gebiet der Waldbrandgefahrenklasse A und A bedeutet höchste Waldbrandgefahr. Der technische Fortschritt hat natürlich dazu beigetragen, dass die Ausmaße der Brände heute deutlich geringer sind. Musste früher der Förster irgendwie per Telefon jemanden erreichen, um die Wehren heranzuholen, kann heute jeder per Handy den Notruf aktivieren. Und per Digitalfunk sind neben den Berufsfeuerwehren auch die Freiwilligen schnell vor Ort. Auch die großflächige Kontrolle per Kameratechnik hat die Besetzung der Waldbrandüberwachungstürme mittlerweile fast überflüssig gemacht. Sicher ist es eine Arbeitserleichterung für diejenigen, die letztendlich dort bei hoher Hitze oder überhaupt Hitze sitzen mussten und das teilweise über 12 Stunden. Und letztendlich haben wir über dieses kameragestützte System die personelle Beobachtung abschaffen können. Das ist oft Aufgabe der Forstbetriebe. Und hier letztendlich über dieses System dann zentral bei uns in der integrierten Regionalleitstelle hier in Hoyerswerda eine Möglichkeit, sofort im kurzen Austausch mit den Disponenten den Brand zu lokalisieren und auf der anderen Seite dann die Kräfte und Mittel, die dafür vorgesehen, zu alarmieren. Ein Thema, das ziemlich aktuell auf den Sitzungen der Arbeitsgruppe behandelt wird, sind die Sperrflächen in den rutschungsgefährdeten Gebieten. Wir haben hier eigentlich von der LMBV eine Gefährdungsanalyse gefordert, die LMBV abgelehnt hat. Die hat gesagt, für diese Riesenflächen, die wir haben, können wir keine Gefährdungsanalyse erstellen, sondern liebe Verantwortungsträger an den Landkreisen, liebe Feuerwehren, an den Schildern Schluss, da gibt es keine Waldbrandbekämpfung. Das bedeutet für uns, dass wir an den Rändern eine Absicherung vornehmen und der Einsatzleiter, der vor Ort dann letztendlich die Kräfte führt, entscheiden muss, was weiter passiert. Die LMBV wird gleichzeitig alarmiert und der Verantwortungsträger der LMBV muss dann mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr entscheiden, wie wird weiter verfahren. Kann in die Fläche gegangen werden, ansonsten wird an den Grenzen durch die Feuerwehren gewartet. Übrigens, die Einsätze der Feuerwehrleute werden auch heute noch immer wieder erschwert. Parkende Autos vor den Zufahrten sind leider keine Seltenheit.